Danke, danke, danke. Das geben wir gern zurück an die Next Level Stage. Vielen Dank an Lina und Dirk, dass ihr uns so ganz wunderbar durch die letzten zwei Tage geführt habt. Und wir sind hier in der Kommentatoren-Lounge beim Nachspiel angekommen. Und da möchte ich auch nochmal Danke sagen, nämlich Danke an die drei BFC-Studenten, die uns hier oben mit Infos versorgt haben. Und Sie, liebe Gäste, mit Eindrücken von der Rotunde, vom roten Teppich und den Stimmen unserer Kunden, die hier vor Ort waren. Kai, stellvertretend für euch drei, wie glücklich bist du, dass du das Ticket gewonnen hast, hier bei der MORE-Konferenz 2023 dabei gewesen zu sein? Auf jeden Fall überglücklich. Ich würde sagen, so eine Chance ergibt sich nur einmal im Leben und dann auch noch bei so einer tollen Veranstaltung. Das ist schon mega und wir sind alle drei absolut glücklich, hier gewesen zu sein. Danke. Wirst du versuchen, dich darum zu bewerben, im nächsten Jahr wieder dabei zu sein? Auf jeden Fall, gar keine Frage. Dann noch eine persönliche Frage. Ihr drei wart sichtlich aufgeregt, als wir vorgestern noch bei der Vorbesprechung waren. Ihr habt da den ersten Eindruck gewonnen von der Größe der Veranstaltung, von der ganzen Technik und dem ganzen Drumherum. Gestern in der ersten Session war dann noch so ein bisschen, naja, zumindest unterm Tisch ein zittriges Knie. Wie ist heute euer Gefühl? Man weiß ja, worauf man sich einlässt, aber ich glaube, wo das Licht rot wird und wir on air sind, ist man schon nochmal richtig aufgeregt. Aber man groovt sich immer wieder ein und dann passt das alles. Dann sage ich nicht nur noch mal Danke, sondern ich sage euch auch, ihr seid erlöst. Vielen Dank für die Unterstützung und alles, alles Gute für eure weitere Ausbildung. Wir drücken euch die Daumen, dass das ein Bombenabschluss wird und ihr dann im Kfz-Gewerbe eure Karriere fortsetzt. Wir geben hier in der Kommentatoren-Lounge noch einen Einblick hinter die Kulissen. Und dazu haben wir die beiden Gäste hier, die das Ganze veranstalten. Einmal der Veranstalter selber, Volker Tolksdorf, und der Kopf hinter der ganzen Idee, Inga Möller. Ich gebe rüber und setze mich gleich dazu an Silvia. Ja, die Inga kennt ihr ja schon, aber der Volker ist jetzt neu in unserer Runde. Volker Tolksdorf, Managing Partner der Peppermint Group. Und wir haben uns ein bisschen vorbereitet und hatten alle immer gefragt, was war denn eigentlich so euer erstes Auto? Und uns verbindet was? Dein erstes war mein zweites. Ein ganz furchtbares Auto, finde ich persönlich. Ja. Und zwar, es war ein VW Derby. Ich habe damals gedacht, ich habe mich weiterentwickelt, aber wir lassen es einfach. Wir sprechen lieber über das Auto, was dich jetzt begleitet, und das haben wir einfach mal vorbereitet. Oh. Der Volker fährt nämlich ein Audi RS e-tron. Also das ist natürlich ein Quantensprung gegen das, mit dem du mal angefangen hast. Und du bist halt auch der Gründer der Cars and Bytes, Netzwerker, Menschenfreund, ja. Und hast hier eine besondere Rolle, und dazu mehr von Matze. Wir sind gestartet gestern mit der MORE-Konferenz, da war Inga schon mit dabei. Und ich habe ja aufgeschrieben, es gibt keine zweite Chance, um einen guten ersten Eindruck zu hinterlassen. Aber der letzte Eindruck bleibt. Was ist dein Eindruck, Volker, von der MORE 2023? Ich bin tatsächlich überwältigt und ich bin sehr glücklich. Wir haben so viele Gespräche geführt. Das Konzept ist, glaube ich, hundertprozentig aufgegangen. Und was für uns ganz, ganz wichtig ist, wir kommen ja aus der Live-Kommunikation, aber auch jetzt auch aus der digitalen Welt. Aber für uns steht eins im Fokus. Wir wollen Menschen einfach eine schöne Zeit bescheren. Und ich glaube, das haben wir gemeinsam in einer großartigen Teamleistung hier über jetzt zwei Tage geschafft. Das ist mein Eindruck, absolut großartig. Ob Sie den Eindruck teilen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das können Sie natürlich jeder für sich bewerten. Das wollen wir jetzt hier nicht über einen Kamm scheren. Aber wir würden ganz gerne den Vergleich noch ein bisschen ziehen, Volker. Ihr macht nicht nur Digitalveranstaltungen, sondern auch Live-Veranstaltungen. Ja. Die sind à la couleur, ganz verschieden. Aber wie wichtig ist der Kalendereintrag MORE-Konferenz für euch hier in den Peppermint Studios? Unfassbar wichtig. Also wir haben eine tolle, ganz, ganz tolle Kooperation. Deswegen hast du natürlich auch jetzt mit der Inga und den wirklich einen ganz tollen Menschen und Sparringspartner und Lieblingskunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist für uns ein nicht mehr wegzudenkender Termin. Und deswegen ich muss den Dirk korrigieren. Wir sehen uns nächstes Jahr in Hannover wieder. Also Spaß beiseite. Nein, es ist ein ganz wichtiger Termin. Es ist ein großartiges Projekt. Es sind riesig viele Menschen daran beteiligt. Und wenn man sieht, wie es sich entwickelt hat, auch nochmal der Schritt vom letzten Jahr. Letztes Jahr war schon toll. Dieses Jahr war, glaube ich, noch mal ein richtig großer Schritt. Deswegen für uns ganz, ganz wichtig. Und wir sind super happy, dass man uns das Vertrauen geschenkt hat, dass wir so eine Rolle spielen dürfen. Und wir sind jederzeit wieder, wie sagt man so schön, gewehrbeit Fuß und würden uns jederzeit wieder freuen, hier eine Rolle spielen zu dürfen. Da du ja auch ein Netzwerker bist, hast du den gestrigen Abend auch noch genutzt, um mit dem einen oder anderen ins Gespräch zu kommen? Ja,
Ja, definitiv. Also wir haben dadurch, dass ja auch die oder mobile.de auch mein Hauptpartner oder unser Hauptpartner bei der Cars & Bytes ist, gab es natürlich auch die eine oder andere Überschneidung. Und wir haben mit ganz vielen Menschen sind wir in den Austausch eingestiegen, die nicht so richtig wussten, was erwartet mich denn hier. Ganz oft wurde die Frage, kann ich das vielleicht so ein bisschen vergleichen? Ja, das kann man vergleichen. Es ist und vielleicht sind es sowas wie Geschwisterveranstaltungen so ein Stück weit. Und das habe ich natürlich genutzt, weil ich grundsätzlich immer so jemand bin. Ich habe immer riesig Lust, Menschen kennenzulernen und dann über das zu sprechen, was wir hier tun. Und ich glaube, es war halt auch von der Atmosphäre her, hat sich das gestern einfach angeboten. Und das habe ich genutzt bis zum Feierabend. Ja. Inga, war dein Abend gestern auch noch sehr lang? Oder? Ja, also länger als geplant. Weil er einfach so wahnsinnig schön war. Also wir haben uns wirklich wahnsinnig gut unterhalten. Wir haben nochmal das gute Essen von unserem Head of Food, Matze, genossen und ganz viel gefeiert und geredet und einfach auch genossen, dass heute und gestern so tolle Sachen hier passiert sind. In der Stimme liegt heute deutlich mehr Erleichterung bei dir als gestern vor der More-Konferenz. Nicht nur hier in der Bühne, sondern tatsächlich auch im Allgemeinen. Wie viel erleichtert bist du im Innern? Gestern Abend, als wir die 10.000 verkündet haben, war ich sehr erleichtert. Und das bin ich auch immer noch, weil alles, was wir uns vorgenommen haben für diese Veranstaltung, haben wir geschafft. Und das Konzept, was wir umgesetzt haben, das erste Mal, dass wir eine hybride Veranstaltung haben, das heißt hier wirklich einen Austausch schaffen. Also nicht umsonst gibt es das Workshop-Format und das Roundtable-Format. Das ist so aufgegangen und ich habe einfach nur tolle Gespräche mitgekriegt. Und ich hoffe, dass wir eben ganz viel Impulse setzen konnten, dass ganz viele neue Kontakte entstanden sind. Und ich glaube, dass es so ist und bin deshalb super erleichtert, total froh. Und den Schlaf hole ich nach. Schlaf wird bekanntermaßen überbewertet. Richtig. Wir gucken aber auch noch mal auf ein, zwei Highlights zurück. Volker, du hast dich sehr, sehr viel, das habe ich bemerkt, hier auf der Konferenz bewegt, weil du hast ein super Team, die das hier operativ abwickeln und du hast dann die Möglichkeit gehabt, tatsächlich dich so ein bisschen, ich will nicht sagen als Gast, aber als Gastgeber hier auf der Konferenz bewegen zu können. Mhm. Gibt es ein Highlight oder zwei Highlights, die dich geflasht haben? Oh ja, also es gibt, eigentlich war es, es ist schwer jetzt das an ein, zwei Highlights festzumachen. Ich muss sagen, eigentlich war die gesamte Veranstaltung ein Highlight. Ich würde es vielleicht ein bisschen breiter streuen. Ich bin natürlich sehr vielschichtig, gucke ich, wie die Sachen funktioniert haben. Erstmal das Team hat es, glaube ich, riesig gemacht. Ein Highlight war, dass wir ganz viele Menschen erreicht haben, auch wie viel Feedback ich selber bekommen habe, ob der großen Themenvielfalt, wir aber trotzdem sehr tief gegangen sind, ganz viele Leute mir mitgeteilt haben, dass sie wirklich ganz viel Neues auch wirklich gelernt haben. Das war sicherlich für mich ein Highlight oder eins der großen Highlights war dann tatsächlich, Matze, das haben wir, glaube ich, ganz gut auf den Weg gebracht, Thema Catering nochmal gestern Abend. Ich erinnere mich sehr gerne noch an unser Probeessen, das ist, glaube ich, hundertprozentig aufgegangen und das ist am Ende des Tages, obwohl es eine gesittete Veranstaltung ist, trotzdem gestern Abend noch so ein bisschen sehr, sehr emotional geworden ist. Das sind so Highlights. Also die Mischung wirklich aus tollem Inhalt, sehr viel Inhalt, aber trotzdem abends war es eine richtige Party mit allem, was dabei war. Trotzdem alle heute wieder sehr diszipliniert. Also am Ende war es eine Aneinanderreibung von Highlights, muss ich ganz ehrlich so sagen. Inga, auch du bist sehr viel in der Branche unterwegs und schaust dir immer mal wieder andere Konzepte an. Gestern, ich habe es heute früh schon gesagt, war eins der häufigsten Wörter, das mir zugeworfen wurde, das ist Benchmark. Das hat man so noch nicht erlebt in der Branche und das ist wirklich eines Marktführers würdig. Ist das das, wie du es auch beschreiben würdest? Also das klingt eher nach Eigenlob, wenn ich das mache, aber ich freue mich, dass der Eindruck entstanden ist. Das habe ich auch gehört und es ist ja immer ein bisschen schwierig, die eigene Veranstaltung gegen andere abzuwägen. Und jede Veranstaltung, die ich dieses Jahr besucht habe, hat was Besonderes. Und ich glaube, wir haben auch was sehr Besonderes geschaffen. Und wir haben natürlich hier auch eine wirklich große Plattform geschaffen und eine sehr vielseitige. Und darauf bin ich mega stolz.
Und ich bin so stolz auch auf die mobile.de-Mitarbeiter. Wir haben hier 20 Mitarbeiter, die als Moderatoren, Präsentatoren auf den Bühnen standen, die sich alle überwunden haben. Die haben alle andere Jobs normalerweise und die haben viel vorbereitet und sind ins kalte Wasser gesprungen. Wir haben hier die Workshop-Leiter und so weiter und so fort. Und dass wir als Unternehmen sozusagen diese Leistung getragen haben und hier so eine besondere Atmosphäre geschaffen haben und so einen besonderen Ort. Das macht mich total froh und ich habe auch ein bisschen Gänsehaut, wenn ich das sage. Cool. Was meinst du, Inga, woran liegt es eigentlich? Also mir wurde gespiegelt, hier sind Menschen zusammengekommen, die einfach miteinander sprechen, als wenn sie sich schon ewig kennen, weil jeder ist sofort ins Gespräch gekommen. Was meinst du, woran liegt diese Einzigartigkeit, dass das hier so ein Selbstverständnis ist? Vielleicht hat das was damit zu tun, dass diese Veranstaltung darauf beruht, dass wir von Neugier und Offenheit getrieben sind. Also das heißt, alles, was passiert, jeder, der was tut, für alles haben wir erstmal ein offenes Ohr und finden das super interessant. Und ich denke, dass vielleicht ein Teil dieser Einstellung und Offenheit und Neugier, dass das vielleicht abfärbt und deshalb eigentlich alle auf einer Ebene sind und man kann nur gewinnen. Also man kann nur gewinnen, wenn man hier in die Interaktion tritt und da ist Wettbewerb spielt an der Stelle gar nicht so eine große Rolle, weil es geht um den großen Wandel in der Industrie und gemeinsam können wir den viel besser wuppen als alleine. Volker, siehst du das genauso? Weil du warst ja eher in dieser Gastgeberrolle. Sehe ich tatsächlich so. Wir haben gemeinsam, glaube ich, eine Atmosphäre geschaffen, die wirklich für ganz viel Gesprächsmöglichkeiten gesorgt hat. Und es ist genau, wie Inga das sagt, ich kann das wirklich unterschreiben. Es gibt dann ganz viele Personen, die eigentlich so ein bisschen ja auch im Wettbewerb stehen. Aber wenn man sieht, wie man sich dann austauscht über Problemstellungen. Ich habe ganz viele Diskussionen mitbekommen, wo auf der Bühne Impulse gesetzt worden sind, wo sich die Leute darüber unterhalten. Sag mal, wie machst du denn das? Wusstest du da schon und wo man sich selber gegenseitig unterstützt. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir gemeinsam hier geschaffen haben, wirklich eine tolle Kommunikations- und Gesprächsplattform zu schaffen. Und und am Ende profitieren dann alle. Also ich habe das hundertprozentig genauso wahrgenommen, auch in meinen Gesprächen. Oder ich schaue natürlich immer ganz, ganz viel. Für uns ist halt entscheidend, wie gefällt es am Ende dem Gast. Das ist ja das ganz Entscheidende. Und darum bin ich immer sehr mit offenen Ohren durchgegangen und habe diese Gespräche so, so vielfältig wirklich hier festgestellt. Das kann ich also nur bestätigen. Das war toll. Danke. Inga, Volker hat es gerade angesprochen. Wir haben extrem viele Menschen erreicht. Jetzt würde mich natürlich interessieren, gibt es dazu eine Zahl, wie viele Menschen wir denn erreicht haben? Es sind knapp 20.000 geworden, soweit ich das letzte Mal gesehen habe. Ich weiß nicht, ob Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das hören, aber im Saal ist wirklich viel Applaus und ich kann sicherlich wieder weitergeben, dass wir jetzt mobile.de mega stolz darauf sind. Das heißt nämlich nicht nur, dass wir Sie erreicht haben, sondern dass wir tatsächlich es geschafft haben, über die Marketingmaßnahmen Ihnen zu verdeutlichen, wie viel Mehrwert wir stiften wollen und die Tatsache, dass Sie dran geblieben sind, dass Sie dabei geblieben sind, heißt auch, dass wir ihren Nerv der Zeit an Informationsbedarf getroffen haben. In dem Sinne darf ich auch nochmal herzlichen Dank sagen an alle Kolleginnen und Kollegen, die tatsächlich für das Programm, für die Programmgestaltung, aber auch für die Umwandlung, dass das Ganze digital zur Verfügung stehen kann, gesorgt haben und uns unterstützt haben. Danke dafür. Volker, wir werfen noch mal einen ganz kurzen Blick nach vorne. Du hast die Cars & Bytes gerade schon angesprochen. Mhm. Und mobile wird als Partner wieder mit dabei sein. Ja. Gibt es für dich schon irgendwas, wo du jetzt vielleicht gesagt hast, Mensch, das lief hier besonders gut, das nehmen wir als Konzept gerne mit oder das entwickeln wir weiter, um das auf der Cars & Bytes dann auch so umzusetzen? Ja, in der Tat. Also die Veranstaltungen sind ja schon in vielen Situationen schon ein bisschen ähnlich, was so Wertigkeit, Ausgestaltung, Detailtreue angeht und Detailliebe. Ich fand tatsächlich das ein oder andere wirklich, wo man noch enger in die Kommunikation eingestiegen ist, auch diese kleinen Themen, die Labs und sowas, das fand ich schon wirklich spannend. Ich fand das mit der zweiten Bühne sehr, sehr spannend, dass man dort auch nochmal Präsenz hatte, wirklich auf der Deep Dive Stage, wirklich diese Themen, die dann hier angerissen worden sind, nochmal in die Tiefe zu besprechen. Also es gibt für mich ganz, ganz viel Inspiration, wo ich mal überlege, wie können wir das vielleicht miteinander verbinden. Ja, das
ist tatsächlich so. Und wir müssen jetzt mal schauen, also wir werden das Konzept für die Cars and Bytes werden wir im Januar festnageln. Und ich bin an der Stelle, darf ich mich auch bedanken bei Inga und Team, bei euch allen, dass das Mobile das so tatkräftig mit unterstützt, weil das ist für uns schon ein extremer Mehrwert, ein toller Partner. Und auch da werden wir noch ganz, ganz viele Sachen nochmal ausspielen. Aber ich habe selber ganz viel mitgenommen und ganz viel gelernt in den letzten 2 Tagen. Ich glaube, wir freuen uns auf jeden Fall auf die Cars and Bytes als nächste Digitalveranstaltung mit euch. Und dann fällt mir noch ein, MOR24 ist nach der MOR-Konferenz vor der MOR-Konferenz, Inga? Auf jeden Fall. Und Sie können sich schon mal alle ganz fest das Q4 in den Kalender eintragen. Genauer geht es noch nicht. Also Weihnachten können Sie schon mal rausnehmen, aber Q4. Es klingt wie so ein Telekom-Techniker, der sich zwischen 8 und 16 Uhr einfinden wird. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir versuchen werden, das Datum als bald als möglich festzunageln. Und Sie dürften die Eindrücke noch genießen. Online wird alles nochmal zur Verfügung gestellt, um mehr als einen guten Grund zu haben, sich nächstes Jahr die Zeit zu nehmen, wieder mit dabei zu sein. Beim Thema Danke kann man eigentlich nur alles falsch machen. Wir könnten jetzt ziemlich viele Personen aufzählen und werden sicherlich 1 bis 3 vergessen. Die werden dann ganz traurig sein. Ich kann jetzt Danke an alle sagen, das bringt uns auch nicht so ganz weiter. Aber ich würde stellvertretend euch beiden danken wollen für das, was in Summe aufgestellt worden ist von euren beiden Teams. Denn im Endeffekt seid ihr die beiden, die dahinter stehen. Volker, du für die ganze Peppermint Crew und alles, was an Dienstleister mit dabei ist, die euch unterstützt haben. Und Inga, bei dir als, naja, diejenige, in deren Kopf das Ganze entstanden ist, die Wege bei uns macht, um das Budget zu bekommen, die Ressourcen zu bekommen und am Ende auch wie ein Dirigent da steht und alles zusammenführt. Und wir wollten die Tischdeko nicht ungenutzt lassen, deswegen haben wir hier noch die Auszeichnung für Inga, beste Gastgeberin und Chaos-Koordinatorin. Oh, das ist ja toll. Und Dankeschön. Volker. Stellvertretend auch bei dir fürs gesamte Team, bester Gastgeber und Digital-Dompteur. Herzlichen Glückwunsch zu dieser einmaligen Auszeichnung. Dankeschön. Und ich glaube, bei knapp 20.000 dürfen wir auch am zweiten Tag tatsächlich den Champagner knallen lassen und einmal darauf anstoßen, dass das Ganze hier so sauber von der Bühne auf der Bühne gelaufen ist. Ich freue mich riesig, dass wir dabei sein durften. Ich bedanke mich ausdrücklich bei dir, Silvi. Es war mir ein Fest und damit verabschieden wir uns, liebes Publikum, von der MOR 2023. Mit kurzem Zwischenstopp von der Cars & Bytes sehen wir uns ganz sicher zur MOR 2024 wieder. Bleiben Sie uns gewogen. Tschüss.